guten Abend und herzlich willkommen heute bei dieser ganz speziellen Edition 2020 vom ersten Nachher-Festival Echte Live. Weil im Mitte April annonciert wurde, dass alle Veranstaltungen mit größeren Menschenmassen bis den 31. Juli aufgesucht werden, hat sich die Equipe vom ersten Nachher Trifolion etwas ganz Besonderes aufhalten gelassen, für das Musikbegeisterte auch dieses Jahr trotz dem Corona nicht auf den ersten Live-Festival verzichten müssen. Sie haben sich dafür entschieden, für das Festival einfach virtuell ablehnen zu lassen. Und das mit 7 nationalen und internationalen Musikern. Heute bei mir ist Lode Maxim Bender, den Direktor von Trifolio. Guten Abend, Maxim. Guten Abend, Sandy. Du hast ja mit deiner Equipe dieses Festival auf Bein gestellt. Aber für uns zu fangen, vielleicht für die Leute, die vom ersten Live nach nicht wissen, die nicht wissen, was sie da erwarten, was bietet dann dieses Festival? Ja, den ersten Live am Vogel ist eine Fortführung vom Jeschnerer Festival, der 2018 eine Pause gemacht hat und 2019 am neuen Gewand dann rumgekommen ist. Das heißt, das Festival ist aufgebaut auf 4 Tage. Und zwar viele verschiedene Facetten an Sparte von Musik und Kunst. Und wir werden nur an dieser speziellen Edition dann die verschiedenen Richtungen von Musik dann eben hören. Wie und wieso hat euch das Jahr dazu entschieden, für das Festival in einer alternativen Form auf Bein zu stellen? Weil ganz sicher, wie wir hören, hat der Lockdown bis den 31. Juli wäre für kein großes Event können zu machen. Und wir haben das Ganze überlegt, was wir machen könnten, für aber als Publikum und als Künstler etwas können anzubieten und auch der Sache gerecht zu gehen, für irgendwelche Alternativform zu finden. Und ganz sicher, wenn der Partner RTL mit an Bord kriegt, wir können am Fongehol dann nur auf so einer speziellen Emission können zu machen. Und wie kann ich sich das vorstellen? Wie wird das Festival da über die Bühne gehen? Was erwartet das Publikum an der nächsten Stunde? An der nächsten Stunde erwarten am Fongehol, so wie das Festival eigentlich immer aufgebaut ist, verschiedene Lühen, historische Lühen halt zuerst danach, verschiedene Musikformen. Wir haben zum Beispiel Benno Martini mit seinem experimentellen Jazz, den am Trifolio wird spielen. Nun Erzahn, den am Abteis Hoffhahn drin wird spielen. Wir haben auf der anderen Seite auch Bartle B. Delicate und ein C.K. Mann, wird um erst nach See wird spielen. Und dann daneben tun wir auch zwei Artisten aus Amerika, die als zugeschaltet gehen von Los Angeles, das ist Judith Hill und Rufus Wainwright. Und da ging ich die Joint Favoritären zusammen mit Cathy Crea, weil dann der wunderschöne Saint-Pierre-et-Paul als kleinen klassischen Konzert wird spielen. Ganz gerne. Dann lassen wir mal gucken. Der Maxim, den hattet ihr schon verraten, den ersten Live-Festival 2020 erlauben, möchte die Lützebäuer Pianistin Cathy Krier. Guten Abend, Cathy. Guten Abend. Ja, es ist schön, dass wir dich heute den Abendteil begrüßen dürfen an der wirklich schönen und historischen Kulisse von der St. Pierre-Paul-Kirche. Und ja, am Kader vom ersten Nachher-Festival wurde schon ein ganz Party-Konzert gespielt. Und Cathy, auch für dich hattet ihr nicht den ersten Auftritt hier an der Kirche. Nein, ich habe schon ein paar Mal hier können spielen. Und überhaupt ist der nächste Festival für mich ganz wichtig, weil das ist von den nächsten Festivalen, die mich als Solist engagiert haben, wie ich 15, 16 Jahre hatte. Also, das ist schon eine spezielle Relation zu ihnen. Ich will nun, dass damals aber Publikum hier war, die dann noch gelöscht haben, da das ja das ja noch nicht der Fall sind, gut keine Leute hier. Wie ist das für dich als Musikerin, für ganz ohne Publikum zu spielen? Das ist schon ein bisschen komisch, weil wenn ich Musik möchte, will ich die Musik teilen eigentlich. Und nie den sich auch davon, wenn ich ein Konzert spiele, dass ich die Reaktion vom Publikum habe. Dann hat es ja eine gewisse Atmosphäre, die jemand dreht. Auf der anderen Seite ist es aber immer schön, auch können, so zu spielen und Musik einfach bei Leuten heimzudrehen. Dann ein letztes Runde. Welches Programm hast du da für heute Abend für den ersten Live 2020 herausgesucht? Eh bien, ich sollte an dem richtigen Recital Schubert spielen. Und ich fand, dass gerade an diesem Kader zwei Moments Musikoen ein Schäfer wären. Vielmals merci, Cathy. Da gebe ich so ein Bühnensding. Und ich daheim wünsche ich noch viel Spaß beim Nachlauschen.
Das war laut Kathi Krier. Hallo, gehen wir auf den ersten nachher sehen. Da werden nämlich schon die nächste Musik dabei. Hi, sind wir auch schon zum ersten nachher sehen. Bei mir sind den Bartleby Delicate an C.K. Ma. Guten Abend, ihr zwei. Guten Abend. Guten Abend. Die hat ja eigentlich sollten um Esther Live 2020 um Singers als Songs das Abend auftreten. Und du ihr neues Programm vorstellen, natürlich nicht geklappt, da sind wir am 1. nachher sehen. Mit das aber schon ein ziemlich cool Kulisse, für ein Konzert zu spielen, oder? Ja, voll. Also ich kann mich nicht beschweren. Das ist schön. Und es wäre auch schön gewesen, live zu spielen. Mit Haya ist eine gute Alternative. Doch dich kennt ihr ja schon seit Jahren als Frontman von der Band C2Tree. 2017 hast du dich aber dezidiert, für auch als Solokünstler aufzutreten. Wie ist das? Ist das etwas, was du schon immer im Kopf hast? Ich hatte nie geplant, Musik zu machen, nicht mal mit C2Tree. Das hat alles so natürlich entwickelt. Und das Solo-Projekt ist da gekommen, weil ich zu viele Ideen hatte, zu viele Songs und schon die irgendwie müssen innebringen. Und dann habe ich ein Solo-Projekt gegründet und es hilft mir, für mich artistisch auszuleben. Schon viel Freude, oder? C'est Karma, Karma, bei dir ist es ja so, du hast mit 14 Jahren angefangen, an den Straßen zu musizieren. Du noch 2 Jahre mit spät, 2018, stehst du einmal an der Rockhall auf der Bühne, und zwar als Vierband für Milky Chance. Letztes Jahr hast du den ersten EP Yellow rausgebracht. Also das ist alles ziemlich zackig gegangen bei dir, kann ich sagen. Vielleicht kannst du mal die Entwicklung beschreiben, von damals bis heute. Also wo ich angefangen habe, kann ich sagen, dass ich noch relativ naiv war. Ich meine, 14 Jahre alt. Und ich meine, meine Musik ist einfach mit mir mit gereift. Und ich meine, das ist die größte Entwicklung, die mir zusammen durchgemacht hat. Meine Musik ist nicht, dass sie mir reif gehen, meine Musik ist mir reif gehen. Und ich traue mich auch mehr, wie ich noch als kleiner Baby mich getraut habe. Ich will dich dann noch nicht viel länger abhalten. Mit der Suppe vielleicht tschüss nach, was du dir für den Abend mitbrüchst. Das Lied, was ich den Abend spielen werde, hieß Paikea. Und es geht am Anfang an meinen Lieblingsfilm als Kant. Ich spiele den Song Deadly Over You. Schon den habe ich vor kurzem geschrieben. Und am Konfinement hatte ich viel Zeit, die ich genutzt habe, für meine Songs auszufeilen. Und den ist mir immens und Herz geworden. Da sind wir gespannt auf Bartleby Delicate an C.K. Ma. Viel Spaß beim Nolaustren. Am mir gesehen als geschwind am Trifolium. In the peace it is back in our house. It came straight from your mouth. Into mine.
it tasted nice. It's over now. Just like we promised in our vows. Old days, a larger sense of being proud. We'll soak it in and spit it out. Come by and call me down. The soup is cold as and the ancestors have rolled the dice deep down under, and the girl cries, riding on whales to die, not noticing that underwater there's no wind to fly. Faces will cry in the woods. You're listening carefully to the song of the ocean. You listen carefully to the song. You're listening carefully to the song of the ocean. Listen carefully to the song. Riding on whales to die, not noticing that underwater there's no wind to fly.
voices will cry in the woods. The soup is cold as ice, and the ancestors have rolled the dice. Deep down under, the girl cries. Riding on whales to die, not noticing that underwater there's no wind to fly. And ooh, the whale rider has black painted faces with crying. Los sind wir heute am Trifolio und von heute aus schalten wir los auf LA bei dem nächsten Act vom ersten Live-Festival 2020. Und zwar bei der Sängerin, Multi-Instrumentalistin und Grammy-Gewinnerin Judith Hill. Hello Judith, we're very happy that you join us at the festival tonight. So, how are you doing? Hey everybody, it's Judith Hill. Just an update on me. It's been in a very intense time here in America, dealing with the pandemic and the health crisis and trying to stay healthy, keep me and my family healthy. But on top of that, dealing with the deep wounds of racial injustice and racism in America that has been going on for so many decades and hundreds of years. And here we are, we're at a really intense moment of coming to the reality of that, and the conversation is being had, which is good, and I'm happy to see that a lot of people are willing to discuss it and talk about things that are uncomfortable. I think that's a step in the right direction, but we have a lot of work to do, and it's time for some healing. You're right, there is a lot of work to do. So tonight you will be singing and playing for us from afar, but you have already performed in Luxembourg, right? I have been to Luxembourg and I enjoyed myself so much. It was such a beautiful, beautiful city. And I'm really looking forward to coming back and just being inspired and performing. You have worked with legends such as Michael Jackson and Prince. What impact did these collaborations and these people have on you and your work? I feel really blessed and grateful to have shared the stage with the greats. There's only a handful of people that have come to this planet and given us that gift and that energy, that exhilaration, that inspiration. And I will always cherish that time I had with Michael and Prince. I've got one last question for you. Which songs will you be sharing with us tonight? So today I will be performing a couple songs from my upcoming album, Baby I'm Hollywood and The Wanderer, and hope you enjoy it. Shops are closing down. Metal doors are slowly rolling down. The crowd is thinning. Mothers putting babies in their cars. The sun is fading. The street lights are turning on. Too early.
When it-
Punelle kommen Madaloni ist zurück und das scheint erster noch. Hi, am erster nach der Trifolion sind wir auch bei mir aus den Benoit Martini. Salut, Benoit. Salut. Ja, eigentlich hast du ja dieses Jahr hier am ersten Live-Festival mit dem großen Ensemble Benoit Martini Band an The Grand Cosmic Journey sollen ihren neuen Album Moons of Uranus veröffentlichen und noch vorstellen. Das ist ja aber wenigstens den besonderen Umständen noch nicht gegangen, sodass du es dann heute Abend mit ein paar von den Musikern das wegen einer reduzierten Form vorstellst. Aber was erwartet uns dann auf der kosmischen Reise bei Monde von Uranus? Den Kerl von meiner Band, die wohnen alle in Holland, das heißt, die konnten noch nicht raufkommen auf Lützburg. Und dafür uns dann quasi mit dem anderen Teil von den Musikern, die zu Lützburg sind, haben wir dann einen Teil von Moons of Uranus können spielen, und zwar den mehr spacey Teil, den mehr frei improvisierten, den atmosphärischen Teil. Und das eben um neuen Album, als das, das eben eine große Wichtigkeit. Es hat so noch viele Stecker da sind, die ganz normal am Jazzrock sind, was man normalerweise meint. Wir sind eben noch viel stärker, die mehr an die bisschen mehr freaky, spacey Geschichte geht. Und das konnte man eben nur mit den Leuten hier präsentieren. Kriegen das wirkt dann auch den nächsten schon zu kaufen, oder? Also wir bringen nur den Album nicht nur im Juli raus, wir bringen dann eben recht am September oder Oktober raus. Ab dann kriegen dann noch zu kaufen, ob CD, ob Vinyl, natürlich auch digital. Und wir stellen dann den Album 4 zum Dreieinwand am Kulturhaus am 22. Oktober. Und dann zusammen mit dem anderen Teil von der Band. Ne? Du hast dann, wenn du Martini-Band, der Kerl von der Band, hast du dabei. Am nächsten Jahr kommen wir dann alle zusammen, das sind am ganzen 11 Musiker, kommen wir alle zusammen auf den ersten Live. Dann wirklich den Album so präsentieren, wie ihn eben noch abgeholt hat. Das wünsche ich dir vielmals, merci, Benoit. Merci auch. Ich weiß ja nicht, wie ihr daheim geht, mir ist sie noch mal 40 und dafür ging ich so ein Kommerlosen also einfach überraschen.
Rezept anzugeben, ist nicht leicht. So viel Luxemburger Haushalte haben, was die Zubereitung dieser Suppe anbelangt, ihr eigenes Geheimnis. Das Grundrezept ist und bleibt wohl das folgende. Die Bohnen abfädeln, waschen, klein schneiden und in Salzwasser für 30 bis 40 Minuten garen. 15 Minuten vor dem Garsein die in Würfel geschnittene Kartoffel zugeben. Mit dem Fett und dem Mehl und Bohnenbrühe, je nach Geschmack, eine weiße Mehlsoße, die Milch oder warm abgeschmeckt ist, zugeben. Oder eine braune Soße. Soll die Suppe etwas steifer sein, vorhin und einrühren von ein oder zwei geriebenen Kartoffeln. Das war der Bruno Martini, allo geht als Resnis zur Rego Ballet, bei einem Musiker, den Grenzen zwischen klassischer und Popmusik verschwommen lässt. Jen hat unter Musik für den Film Shrek mit geschafft, und rezent wird ihn auch mit der Schauspielerin Sarah Jessica Parker zusammen geschafft, die den meisten wahrscheinlich aus Sex and the City bekannt ist. Riet ist vom Sänger, Songwriter und Komponist Rufus Wainwright. Hello Rufus! Due to the circumstances, you can't be here with us in Eschenach this year, but we will get to see you next year at the 2021 edition. But first of all, how are you? I'm doing well. I'm can't complain. You know, writing a lot of music, playing a lot of instruments, and I'm in sunny California, so we're getting a lot of vitamin D, which is good. So, following your social media channels, we discovered that recently, about 2 months ago, you released a song called Luxembourg. Luxembourg is a very small country. A lot of people don't even know that it exists. So, please tell us what inspired you to write that song. Yes, I wrote a song called Luxembourg, which I sort of premiered for my Robe recitals. I was maybe going to sing it today, but I don't know it well enough. I need to sing it. I have to practice it more. I will say that I also would like to premiere it live in Luxembourg, so I'm kind of saving it as well. But it's I visited that city a few years ago and was just captivated by it for some reason. I guess I ran into some ghosts or something in an alley, and I was inspired. So it's a beautiful town. Thank you very much, Rufus. Stay safe and see you next year. Hallo, der Rufus Wainwright. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky number. And although I know I've
Da kommen wir auch schon so los zum Ende von dieser ganz speziellen Edition 2020 vom Eschter Live-Festival. Mir hat es gut gefallen. Maxim, was bist du? Bist du zufrieden? Ja, ich denke, das ist eine spezielle Edition gewesen, 2020. Mich bin immens zufrieden. Und ich profitiere davon für alle unsere Partner, der Stadt Eschter, nach dem Kulturministerium und alle guten Sponsoren. Ein großes Merci zu sagen, dass sie das möglich gemacht haben. Und ich denke, ich invitiere die Leute für 21 schon dann einfach dann wirklich reinzukommen, für die Konzerte wirklich auch live heute zu Eschter noch zu sehen. Merci, Maxim. Ein Auftritt war, das ist aber nach heute am Abteil Haff. Den Edson, die Lützebäuer Musiker, konnte schon in den letzten paar Jahren einen guten Namen nicht just heute zu Lützeburg, aber auch im Ausland als R&B-Sänger machen. Steht lo bei mir. Guten Abend, Edson. Guten Abend. Es war ja so, du konntest ja auch an der Zeit lo kein Konzert spielen, du konntest keine Show machen, aber du warst aber ganz fleißig während der Quarantäne. Ja, genau. Also während der Quarantäne muss ich sagen, dass es so eine Phase war von Ups and Downs, aber ich konnte mich kreativ beschäftigen, ob es mal schreiben war oder Musik machen. Ich freue mich auf die after Quarantäne-Zeit, weil ich meine, die Quarantäne hat mir auch besser gut getan. Ich freue mich einfach für das, was du noch kennst. Sie schenkt da definitiv gut getan zu haben, weil du hast nämlich auch während der Quarantäne ein Lieder ausgebracht. Genau, Out of Space Loverboy, das ist mein neues Single, wo rauskommst, die ich auch heute Abend werde performen. Und, ja, ich freue mich. Was mich dann auch noch ganz kurz interessieren, wie geht es da weiter? Du hast ja ein bisschen einen Hang zu den melancholischen, vielleicht auch ein bisschen mit düsteren, aber du hast gemerkt, dass du an der letzten Lieder ein bisschen mehr uplifting, wie sie, wenn ich das so kann, und der Look geht auch ein bisschen mehr farbig.
die melancholische Musik, die ich mit der ich angefangen habe, am Anfang, war eben eine Phase von meinem Leben, die ich müsste exprimieren. Also mit der uplifting Musik, die ich los kreieren, als einfach eine neue Etappe von meinem Leben. Und voilà, ich meine, das gesagt, wie es der Rollo gesagt hat, am Look, und dass ich mich einfach komplett akzeptieren und gerne haben und voilà, probieren, das zu weisen und hoffen, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Das wünsche ich vielmals merci und viel Spaß bei deinem Auftritt. Merci. Eine große Merci auch an euch daheim für das Nachgucken und für allem noch Lauschen. Wir hoffen natürlich, dass wir euch für die nächste Edition nächste Live begrüßen können. Bis dahin, bleibt gesund. Silence wakes me up, and your silence keeps me up. Your silence wakes me up, and your silence keeps me up.
things that you've been dreaming of. You've been dreaming of.